Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Autoscheiben komplett reinigen könnt. Das heißt, im ersten Schritt komplett sauber bekommen und im zweiten Schritt streifenfrei und schlierenfrei abwischen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und grundsätzlich könnt ihr für die Scheibenreinigung fast jeden Scheibenreiniger benutzen. Das heißt, auch die günstigen aus dem Supermarkt oder aus dem Einzelhandel, die könnt ihr auch benutzen. Die machen es meistens auch. Von daher nehmt einfach den für die Scheiben, den ihr eh schon zu Hause habt. Die reichen da meistens vollkommen aus. Ich benutze allerdings für die Scheibenreinigung hier den Speed Glass Cleaner von Koch Chemie. Ist ein 1A Produkt mit einer sehr starken Reinigungsleistung und mit einem sehr angenehmen Duft. Von daher, falls ihr noch einen benötigt, legt euch auf jeden Fall den hier von Koch Chemie zu, kann ich euch nur empfehlen. Ist, ja, wie gesagt, ein klasse Produkt und hat mich bislang noch nie im Stich gelassen. Von daher als Glasreiniger einfach nur zu empfehlen. Werdet ihr auch gleich im weiteren Verlauf des Videos sehen, was der alles rausholt. Ist, ja, einfach ein Top-Produkt. Dann ist noch zu sagen, bei der Scheibenreinigung, also da gibt es sehr, sehr viele Techniken. Also einige benutzen auch für die Scheiben ganz normales Zeitungspapier, um alles abtragen zu können. Andere wiederum nehmen einfach eine Küchenrolle und tragen somit alles ab. Ich möchte euch heute aber meine Methode vorstellen, wie ich die Scheiben reinige. Und zwar benutze ich für die Scheibenreinigung spezielle Glastücher. Wie ihr sehen könnt, diese Glastücher haben so eine Waffelstruktur. Diese Waffelstruktur dient dazu, damit wir zwei Schritte in einem kombinieren können. Und zwar, wir tragen damit den kompletten Dreck ab und diese Waffelstruktur ermöglicht es uns, die Scheibe schlierenfrei und streifenfrei abzuwischen. Was ja auch sehr, sehr wichtig ist, damit alles komplett sauber ist. Und von daher benutze ich diese Glastücher. Das sind speziell entwickelte Tücher für die Scheibenreinigung, die auch sehr, sehr hochwertig sind. Und daher würde ich sagen, starten wir jetzt sofort mit dem ersten Schritt. Im ersten Schritt, wenn wir jetzt hingehen und die Scheibe mit dem Glasreiniger, mit dem Speedglasreiniger von Koch Chemie komplett einsprühen, damit wir dann im ersten Schritt dann auch direkt mit dem Waffeltuch den Dreck abtragen können. Von daher gut durchschütteln und dann ausreichend einsprühen, sodass alles gut benässt ist. Läuft schon langsam gut ab. Dann, wie gesagt, nehmen wir uns das Waffeltuch. Ich viertel es mir immer gerne, so kann man leichter mit arbeiten. Und dann ziehen wir den kompletten Dreck von der Scheibe. So, und schaut mal. Ich hoffe, die Kamera nimmt es auf. Was da schon für ein Dreck drin ist. Auch hier so ein Insektenkot ist da mit drinne. Wenn die erste Seite vom Waffeltuch oder von eurem Tuch dreckig ist, dann nehmt ihr einfach die nächste Seite, die noch sauber ist, und macht damit weiter. Beziehungsweise, wenn das Tuch komplett verdreckt ist, nehmt euch einfach ein zweites und macht die Scheibe dann mit einem zweiten Waffeltuch sauber. Das geht auf jeden Fall auch. Ansonsten die Rückseite und so die Scheibe dann sauber machen. Wie ihr sehen könnt, da kommt schon einiges raus. Die Sonne spiegelt sich schon viel mehr in der Scheibe. Wie man auch sehen kann, ist auch schon gut gereinigt. Jetzt werden wir hingehen und direkt den zweiten Schritt anwenden. So, im zweiten Schritt werden wir jetzt hingehen und das benutzte Waffeltuch zur Seite legen und nehmen uns dafür ein sauberes neues Waffeltuch, also das heißt ein zweites Waffeltuch, denn die Scheibe ist jetzt schon sauber. Solltet ihr die Scheiben im ersten Schritt nicht sauber bekommen, dann macht einfach noch eine zweite Runde. Das heißt, wieder den Glasreiniger benutzen und nochmal alles abtragen, bis die Scheibe komplett gereinigt ist. So wie jetzt auch. Dann nehmen wir das saubere und neue Mikrofasertuch bzw. Glastuch und fangen oben an und gehen Band für Band durch und ziehen uns so die Schlieren raus. Ja? Band für Band
gerade Züge, damit wir so die Schlieren rausbekommen und damit da keine Schlieren oder sonstiges noch auf der Scheibe übrig bleibt. Ist auch ganz easy, gerade Züge in geraden Bahnen fahren, damit ihr auch wisst, wo ihr stehen geblieben seid, damit ihr auch den Fortschritt sehen könnt. Und wenn ihr eine Bahn fertig habt, geht ihr einfach weiter und macht so die komplette Scheibe sauber. Und wenn ich euch jetzt die Seite vom Glastuch zeige, mit der ich jetzt über die Scheibe gefahren bin, schaut mal her, das Glastuch ist noch komplett weiß, also noch komplett sauber. Hier wurde nichts an Dreck mehr aufgenommen. Das heißt also, die Scheibe ist im ersten Durchgang sauber gemacht worden, komplett sauber gemacht worden. Und jetzt im zweiten Schritt wurden einfach nur noch die Schlieren abgetragen und wie ihr sehen könnt, hier ist nichts mehr drin. Noch ein kleiner Tipp an euch. Zum Schluss nimmt das benutzte und dreckige Glastuch und geht hin und zieht das Glastuch über die Scheibenwischer. Unten drunter, denn wenn ihr das nicht macht, wenn ihr die Scheibenwischer nicht mitreinigt, und guck mal, was da rauskommt. Also, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr die Scheibenwischer nicht mitreinigt, dann werdet ihr euch den ganzen Dreck, der unter den Scheibenwischern sitzt, über die frisch gereinigten Scheiben ziehen, wenn ihr die Scheibenwischer betätigt. Und das soll ja nicht sein. Von daher, ganz klar am Ende und nicht zu vergessen, die Scheibenwischer einfach ganz easy mit reinigen, indem ihr einfach mit dem Tuch drunter geht. Ne? Und wenn ihr hier nochmal schauen wollt, da kommt einiges noch mit raus. Das muss auf jeden Fall mit weg. Das gleiche machen wir dann auch mit den Türscheiben. Das heißt, außen als auch innen gehen wir vor mit den zwei Schritten. Das heißt, erster Schritt, die Scheibe komplett von Dreck befreien, reinigen. Und im zweiten Schritt mit einer sauberen Rückseite oder am besten noch mit einem zweiten Waffeltuch die Scheibe dann komplett schlierenfrei abwischen. Sehr, sehr wichtig. Und das gleiche dann auch mit der Windschutzscheibe im Innenbereich. Das heißt, da müsst ihr entweder stehend praktisch reingreifen oder ihr setzt euch in das Auto und macht es von innen, je nachdem, wie ihr da besser zurechtkommt. Auf jeden Fall, die Scheibe muss innen genauso gereinigt werden. Heißt, Dreck abtragen, streifenfrei abwischen. Ganz, ganz wichtig. Und dazu kann ich euch nur noch mal den Hinweis geben, benutzt solche Waffeltücher. Die sind speziell darauf ausgerichtet, die Scheiben komplett sauber zu bekommen, so dass ihr auch einen guten Durchblick habt, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Lasst den Daumen oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst Bescheid, dazu müsst ihr einfach hier oben auf das eingeblendete Logo klicken. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, denkt an die Autopflege. Bis zum nächsten Mal. Ciao.